So, da sind wir dabei. Dark Souls 3. Weiter geht's. Unterwegs in Irithyll. Und ich fühle mich stellenweise echt wie ein Tourist. Verdammte Scheiße. Hätte ich eine Kamera, würde ich Fotos machen. Schaut's euch an. Es ist wie wenn Schloss Neuschwanstein mit allen Schlössern dieser Welt schmutzige Abende verbracht hätte und ein wunderschönes, deformiertes, niemals geliebtes Bastard-Baby zur Welt gebracht hätte. Das Irithyll heißt. Also, holy shit. Architektur ist der Hammer. Ich meine, die Bewohner können einen Beutel voll abgeschnittener Schwänze fressen. Ist mir scheißegal, was mit denen passiert. Was ist mit dir los? Wow. Das sind eindeutig zu viele Beine. Oder was auch immer aus deinem Torso wächst. Fühler? Ist das eine Spinnenlady? Hat dich keiner lieb. Oh shit, son! Gaping Dragons, vermisste Tochter. Hat die was mit dem Kollegen aus dem ersten Teil zu tun? Ring der Opferung. Habe ich dich geweckt? Sorry, liegt da irgendwie nochmal genau das gleiche rum. Yay! Lass mal gehen und gucken, dass wir nicht von hinten angesprungen werden. Es kann witzig sein, aber nicht, wenn sich irgendwas in deinen Rücken bohrt und vorne wieder rauskommt. Da geht der Spaß ein bisschen zu weit. Holy shit, wie schwer bist du denn eigentlich? Mit dem Wasser in den Stiefeln. Was zur Hölle? Vorsicht vor dahinter. Vorsicht vor dahinter. Wow. Okay, das ist ein Satz, den muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und am besten nicht arg viel länger drüber nachdenken. Große Seele eines namenlosen Soldaten. Oh, was zur Hölle meintest du mit Vorsicht vor dahinter? Hinter wem? Setzt sich jemand auf mich? Ist das der Stuhl dieses Universums? Ich hoffe nicht. Falls doch, müssen wir auf jeden Fall an die Rückenlehne. Okay, was haben wir denn hier? Grüne Blüte. Die kann ich gut brauchen. Ja, Stamina ist nicht schlecht. Vor allem bei Bosskämpfen. Einfach einwerfen davor. Das ist ein bisschen höheres Stamina Regain wenigstens. Wow. Krass. Was geht denn hier eigentlich? Kann ich hier eigentlich überall laufen? Das sieht mir irgendwie gefährlich aus. Das ist irgendwie das zu tief für meinen Geschmack. Aber ich meine, wie soll ich sonst rüberkommen? Boot mieten? Ich glaube kaum. Ja, das lassen wir lieber. Fallschirme sind noch nicht erfunden oder schon wieder vergessen. Ich habe keine Ahnung. Das weiß keiner so genau, in welcher Zeit dieses Spiel eigentlich spielt. Da ist ein Bonfire, okay. Dann haben wir uns auf jeden Fall mal in die richtige Richtung bewegt. Ich glaube, ich setze mich auch ganz kurz hin. Erstmal die Flakons zurückholen. Ich habe 27.000 Seelen. Ich glaube, wir machen einen kleinen Ausflug an den Feuerbandschrein. Geben ein bisschen was davon aus und schauen uns die Ecke dann genauer an. Ja, ja, nein. Ich habe keine Zeit. Sorry. Zurück am Feuerbandschrein. Im Wohnzimmer, wo wir nicht mal die Stiefel ausziehen müssen. So gut geht's uns hier. Wir haben die Seelen verkauft und haben 57.000 Seelen. Das ist so viele Sinn, hätte ich nicht erwartet. Aber gut. Seelen im Club oder so, Andre? Kannst du irgendwie heftig shuffeln? Nicht so wirklich. Yay! Wir können mittlerweile den Zweihänder verstärken. Und brauchen die Brocken mittlerweile, okay. Das wird ein Weilchen dauern, bis wir darauf zurückkommen können, aber... Haust du rein. Kannst du mal aufhören, mir Zeug verkaufen zu können, während ich weglaufe? Ich meine, das ist eine gute Verkaufsstrategie. Das muss ich zugeben. Also bist du schon irgendwie an deiner Wohnungstür und er bietet dir immer noch Scheiß an. Aber nein, ich möchte nicht den Kettenbrecher auf plus 1 machen. So, habt ihr gesehen, wir können auch das dunkle Siegel heilen. Mittlerweile ist auch eine Option, die sie jetzt hat. Aber dunkles Siegel ist mir jetzt erstmal relativ... Ist aber extrem wenig, was ich aus Decks rauskrieg. Ja, vielleicht Stärke noch mehr reinpacken? Man kann nie genug Stärke haben. Na ja, gut. Ich glaube, die Kondition ist erstmal wichtig. Oh, wir können nochmal ein Level machen. Na, dann vielleicht die Energie. Sterben ist eine Sache, die habe ich schon ein paar Mal gemacht. Und die will ich eigentlich nicht noch öfter machen, deswegen... Mehr Energie, weniger sterben, ist doch ganz klar. Jetzt mal erstmal kurz die untoten Knochensplitter verbrennen. Wie viele haben wir eigentlich? Einen, ja, okay. Ich habe wahrscheinlich
5 Stück übersehen mittlerweile. Aber gut, das ist eben so bei einem Blindrun. Wie gesagt, ich habe das Spiel noch nicht vorher gezockt, deswegen, falls ich Sachen vergessen sollte, hasst mich nicht, das passiert. Wehe, was dabei? Nein, nein, André ist wahrscheinlich auch schon angepisst, dass ich ihn jedes Mal frage, wenn ich hier bin, aber das ist die schnellste Variante rauszufinden, ob ich wirklich was habe. Gut, gehen wir zurück an das Bonfire, das wir gerade gefunden haben. Entferntes Anwesen. So, da sind wir am entfernten Anwesen zurück und die erste Frage, die ich mir stelle, ist, warum eigentlich entferntes Anwesen? Entfernung ist immer relativ. Also ich meine, wenn ich jetzt der Nachbar von diesem Anwesen wäre, dann wäre es für mich nicht das entfernte Anwesen, sondern das verdammte Anwesen links neben mir, wo bis 4 Uhr nachts Schreie aus dem Keller kommen. Und was habe ich getan, dass ich hier nicht eingeladen werde, da ich einbrechen muss, jede einzelne deiner Wände anschlagen, um vielleicht den Eingang in den Weinkeller zu finden? Oder ein Trockenfleisch lagerte Baconkeller, eindeutig. Ich will auf jeden Fall den Baconkeller finden. Na gut, ja, nicht so. Also auch in Wirklichkeit nicht. Im Game bringt es mir nicht. Lass uns weiter runter gehen und in Erfahrung bringen, warum uns keiner leiden kann. Hier zumindest. Okay. Vorsicht vor links. Kurz gesagt, Hinterhalt. Vorsicht vor links. Die können gefährlich sein, Mann. Die werfen mit Steinen und zünden Autos an und so ein Scheiß. Rechts ist auch nicht besser. Ganz im Gegenteil, aber ich meine, aber ich glaube, die meinen auch eher den Kollegen hier. Ja, das könnte dann eher damit gemeint sein. Opa, was ist, wenn ich einen Hinterhalt mit dir mache? Zack. Und tschüss. Große Titanic-Scherbe. Oh. Jetzt wird die Party ja richtig heiß. Zwei Freunde mit dem Claymore. Und ein Anheizer. Ist halt schon traurig. Also wenn du jemanden brauchst, der einen Affen spielt, oder damit die Stimmung nicht langweilig ist, ist das so uninteressant, dass du eine Feuershow brauchst. Deswegen haben auch nur reiche Leute eine Feuershow. Die haben einfach zu viel Kohle, die müssen nicht interessant sein, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Deswegen brauchen die eine Feuershow, um Spaß zu haben, das ist ganz klar. Du reicher Motherfucker. So ist richtig. Das Einzige, was du machen kannst, voll Scham in Asche zerfallen. Was zur Hölle, jetzt zaubern die auch schon wieder? Man wird es ja nicht mal Licht. Aber haben irgendwie das Zauberbuch lesen können. Steppy, step, step. Ja, konnte es nicht lassen. Mit dem alten komischen Zauberstab, den er 10 Jahre lang in seinem Arsch hatte. Vor ihm hatte ihn sein Vater 10 Jahre im Arsch. Aber er funktioniert noch. Zumindest ein bisschen. Es ist wie so eine alte Uhr, die dein Vater gibt. So, die ist schon okay und die wird auch noch 3-4 Jahre lang funktionieren, aber bist schon froh, wenn du nicht gescheiter ist. Von dem her. Bevor ich jetzt aber da rauslaufe, ins Ungewisse, gehe ich zurück. Und ich habe da oben im Wasser nicht wirklich alles abgesucht. Da gab es ja noch den einen Eingang. In Kanalsysteme vielleicht. Die Kanalsysteme Irithils, wer weiß. Ich freue mich immer über Kanalsysteme. Ich meine, gab es auch schon oft genug in allen möglichen From Software Spielen. Die haben irgendwas mit ihren Abwasseranlagen. Gibt es für mich einen Grund, hier komplett nach außen zu laufen? Oh, das wäre natürlich awesome, wenn du hier wirklich komplett in der Ecke was finden würdest. Nein? Ich meine, es ist Dark Souls. Nur weil ein Weg schwer war, heißt es nicht, dass am Ende irgendwas Tolles ist. Ich glaube, damit kann man so gut wie jedes Souls-Spiel ganz gut beschreiben. Yay, und wir werden zu Höhlenforschern. Ich meine, ey, Fackel ist am Start, von dem her kann ja nicht wirklich arg viel schief gehen. Es ist auch echt nervtötend, hier durchzukommen. Das Rollen echt die bessere Methode. Okay, ich glaube, ich sehe, worauf es hinausläuft. Noch mehr Töchter des Gaping Dragon? Yep, der ist in der Welt rumgekommen. Fuck. Daneben schlagen ist ein bisschen ungünstig. Das ist schon richtig. Ich habe den Schlag verdient.
Aber ihr, die vier anderen, noch mehr oder mehr. Gehe ich jetzt weiter und erzähle niemanden davon, was hier passiert ist. Es wäre peinlich für alle Anwesenden, auch vor allem für dich. Blühende grüne Blüte. Und die Jauche-Küchlein. Yummy. Nach alter Irithiller Tradition hergestellt. Vom Donnerbalken geschissen. Nussiges Aroma, waldig im Abgang, ja, ist komisches Zeug. Und hier liegt ein verdammter Haufen davon rum. Ein Haufen, verstehst du? Den habe ich nicht mal bemerkt, als ich ihn ausgesprochen habe. Und plötzlich war er da. Ja, so werden Jokes geboren. Und ich zeige euch jetzt, wie man Rückenbeschwerden beim Zweihänder behandelt. Er ist ein bisschen unkonventionell, aber man muss sich ja auf Neues einlassen. Haufen von diesen komischen Gaping Ladies, aber wenig Items, nicht viel los. Das sieht mal eher aus wie ein. Oh shit, ihr seid noch am Leben. Okay, okay. Ja, die haben mich für einen Moment kalt erwischt. Ich dachte, ich habe schon überall Genozid gemacht. Falsch gedacht. Noch mal einer. Okay, ich meine, die verschwinden, wenn sie tot sind. Das heißt, alles, was da liegt, ist noch zu töten. Was seltsam klingt, weil es eigentlich andersrum ist. Weil man tötet eigentlich nicht Sachen, die schon am Boden liegen. Aber hier machen wir das jetzt einfach mal. Exkrementbedeckte Asche. Ich kenne da jemanden, der steht auf so eine Scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes. Die staubige alte Kollegin am Feuerbandschrein. Ich glaube, der sollten wir das Ding mal mitbringen. Sind wir in der Kantine gelandet? Bestes Suppe trinken. Köstlich. Fickt all eure Tellerchen. Okay, meine Arbeit ist getan, wir können weitergehen. Ich finde es so geil, wie die Schüsseln umfallen. Schüssel Physics for the win. Also ich spare wirklich mit den versteckten Wänden hier. In Dark Souls 2 gab es überall welche. Verdeckte Wände, die zu verdeckten Wänden geführt haben. Warte mal ganz kurz. Holy shit. Ich kenne das Zeug. Ich kenne die Lady auf dem Bild. Niemand vergisst die Lady auf dem Bild. Nicht euer Ernst. Sind wir jetzt ernsthaft in Anolando angekommen? Ich meine, es sieht so aus. Ich denke die ganze Zeit schon, dass es irgendwie in die Richtung geht, aber das Bild da vorne? Na gut, okay. Lass mal schauen, was der Black Knight da macht. Berührt er sich komisch? Oder wartet er nur auf mich? Tschüss, mein Freund. Göttlicher Segen und eine große Titanitscherbe. Kann man auf jeden Fall ein paar bekannte Gesichter erkennen. Hurra für Truhe. Chest in dem Fall. Ich hab's doch richtig gehört. Ja, der Joke macht auf Deutsch nicht so wirklich viel Sinn. Wenn wir Deutschen nicht so bescheuert sind und für Brust und Truhe das gleiche Wort benutzen, wobei wir haben andere seltsame Dinge. Ich darf mich ja gar nicht drüber aufregen. Oh shit, man, sind wir echt in Anolando? Ich kann es nicht glauben. Überall die Knights, die hier rumstehen. Oh. Kristalliner Bullshit. Überall die Knights, die rumstehen. Das ist eine normale Truhe. Du bist auch eine normale Truhe. Smos Großhammer. Jupp, jupp. Ich glaube, das ist offiziell. Oh
Und das ist auch eine normale Truhe. Und der Ring des Löwen. Leo Ring. Der Thrusting verstärkt, glaube ich. Wo bist du denn? Leo Ring verstärkt Konterangriffe bei Stoßwaffen. Ganz genau, ist kein schlechter Ring. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und ich denke, ich bleibe erstmal bei denen, die ich dran habe. Ein Bereich, den man in Dark Souls 1 einfach nicht gesehen hat. Mein Analondo war ja um einiges größer als das, was man gesehen hat. Erfrierung. Killt es mich, wenn es runterläuft? Lasst es uns herausfinden. Nein, du machst gar nichts. Echt jetzt? Ich bin schon lange nicht mehr am Frieren gewesen. Deswegen war ich mir gerade nicht so sicher, was passieren wird. Aber ich lasse mich ja gerne auf Abenteuer ein. Deswegen. Oh shit. Silberritterhelm und eine große Titanic. Apropos Helm. Irgendwann den Helm ausgezogen und nie wieder angezogen. Warum auch nicht? Okay, sieht ein bisschen... Oh, okay, deswegen nicht. Okay, ja, es gibt eindeutig Gründe, warum nicht. Der sollte aber passen. Irgendwann vielleicht die Belastung noch ein bisschen nach oben drücken, dass wir dann doch noch schwere Rüstungen tragen können. Eine große Scherbe. Jetzt werft ihr damit um euch. Jetzt brauche ich sie halt nicht mehr. Aber gut. Wer weiß, vielleicht will ich irgendein anderes Zeug irgendwann mal verbessern und ich gehe erstmal hier runter, denn ich bin echt gespannt, ob ich in irgendeine Ecke komme, die man einfach aus dem ersten Teil wirklich noch kennt. Aber schon im ersten Moment, wo man nach Irizel reinkommt, ich glaube, jeder, der den ersten Teil gespielt hat und nicht im Asylum schon aufgegeben hat, sondern durchgespielt hat oder zumindest mal bis Analondo gespielt hat, der hatte wahrscheinlich das gleiche Gefühl wie ich, als er hier angekommen ist. Warte mal. Das sieht aus wie... Es könnte sein, aber es ist nicht. Ist es vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist. Ich dachte für einen Moment zur Erklärung, warum ich da draufgeschlagen habe. Ich dachte, es wäre eine Baby-Engel-Statue und ich wollte den Kopf abschlagen. Was? Der bleiche Schatten von Londor. Was? Der bleiche Schatten von Londor? Oh Gott! Da bist du. Hallo. Fuck, Mann. Dark Mage, warum hast du keine Ehre? Ernsthaft, ihr begrüßt mich mit einem, der keine Ehre hat. Oh, die R2, ja, die macht schon Laune. Und deine Attacke nicht so wirklich arg viel Damage. Holy shit, im Vergleich zu der. What the fuck? Die Mannequin-Clown. Was war denn das für eine Aktion? Mit der mich einfach mal dezimiert hat? Okay. Ich meine, das war auch kein normaler Gegner. Das war ein Invader, von dem her sollte der nicht mehr auftauchen, aber darf die Leute ja echt nicht unterschätzen. Nicht voraus Illusion. Lügst du? Nein, sagst die Wahrheit. Das macht mich traurig, dass du die Wahrheit sagst. Shit. Kalte Hunde, Mann. Kann ich mal im Moment vielleicht irgendwie... Dankeschön. Die kalten Köter. Bisschen Stamina aufbauen. Ich trete euch gern den Arsch, keine Frage. Aber ich meine, du kannst ein Auto auch nicht ohne Benzin fahren, deswegen... Chillen und jeder kommt dran. Alter! Oh, komm schon, wie ich Zauber nicht leiden kann. Dann muss auf jeden Fall die R2 her. Oder eine Sprungattacke, wenn sie trifft.
nicht von allen behaupten kann. Versucht, Finger. Aber Loch. Ich weiß ja nicht. Ich gebe dir ein Like. Reicht es? Ich steck meinen Finger nicht in sein Po-Loch. Und auch in keins der anderen Löcher, die wahrscheinlich auf seinem Rücken zu finden sind mittlerweile, solange wie der hier rumliegt. Okay, wo führst du mich hin? Lass mal ganz kurz hier den Aufzug checken, ob es ein Shortcut ist vielleicht. Jo, das ist ein verdammter Shortcut. Oh Gott, das ist ein Shortcut in meinen Tod vielleicht. Ich gehe erstmal wieder runter. Okay, gut. Ich komme auf jeden Fall ein bisschen schneller durch den Level, falls wir es mal brauchen. Aber der ist tot. Der ist todaktiver als manche Gegner, die am Leben sind, von dem her. Wollte ich das Risiko dann doch nicht eingehen? Mob-Gegner voraus. Deshalb versucht, links. Du verarschst mich doch, oder? Mob-Gegner, also ja, dann bringt mal eure Mob-Gegner her. Okay, kann ich runterdroppen? Ja, nee, ich droppe ja noch nicht runter. Oh, what the fuck? Oh, yep. Ist natürlich, wenn man die Waffe in einer Hand hat, kein Überkopfschlag. Ach, die Typen. Ja, komm schon. Trommel die alle zusammen und schlag dann einmal drauf und dann ist gut. Ah, hier, durch. Gleichzeitig noch mit der R2 ausweichen, so muss es sein. Ich dachte schon was Ernstes. Die köstlichen blauen Kügelchen. Guarana-Geschmack oder so, ich habe keine Ahnung. Was geht ab? Mir die Mob-Gegner fertig machen. Hasst die Mafia mich jetzt, oder? Ich kann mir gut vorstellen, dass das wahrscheinlich einfach die Ecke ist, wo wir hätten runterdroppen können. Und eine große Titanitsche. Ihr seid auch super. Das heißt, ich hätte sowieso da hoch müssen. Ich meine, gut, ich hätte die Gegner mit dem Claymore umgehen können unten, aber wenn dann richtig. Lady, kletter schneller. Okay. Mehr Items. Alles meins. Was ist es? Oh, eines kampfesmüden Kriegers. Das kann ich bezeugen. Der ist mehr als müde. Ich glaube fast, der ist tot. Was nochmal eine Stufe übermüde ist. Was zur Hölle hat er für eine Sichel dabei? Warum hat er eine Sichel dabei? Wer gibt dem Jungen eine Sichel? Ich meine, er hat keine Augäpfel mehr. Deswegen kann er ja bisher in seinem Leben nicht so erfolgreich gewesen sein mit spitzen Gegenständen. Schicker Tanz. Hör auf damit. Was? Schwarzhand Gotthard. Okay, das ist dann wahrscheinlich ein Boss-Fork-Gate. Wenn er schon NPC-Summon ist. Da gehen wir auch bald rein und verprügeln hoffentlich alles, was sich hinter diesem komischen Nebel befindet. Aber vorher will ich mir die Ecke noch ein bisschen genauer anschauen, bevor ich dann in meinen Tod stürze. Stoß, aber Loch. Digga, das ist ein Löwe. Glaube ich. Nein, okay, es ist nicht. Das ist eine Frau, die vorne übergebeugt ist. Trotzdem. What? Musst du in alles deine Finger stecken? Oh shit, und das ist der Shortcut. Heilige Scheiße. Hat aber mal fast komplett zum Anfang wieder zurück. Dark Souls 3 und sein Leveldesign überrascht mich immer wieder. Also um einiges besser als im zweiten Teil, meiner Meinung nach.
Ich mochte den zweiten Teil auch, aber das ist einfach nochmal eine ganz andere Ebene, dieses Spiel. Und Leute, ich würde sagen, wir machen erstmal einen kleinen Cut rein. Was blubbert denn da? Freut euch auf eine neue spannende Folge Dark Souls 3. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, schreibt einen Kommentar. Bis dahin, haut rein.